Und weiter geht's. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, oben durchzukommen, ohne Alarm auszulösen. Das ist echt schwer an der Stelle, finde ich. Letztendlich habe ich es dann dadurch hingekriegt, dass ich die Tür zu dem Nachbarzimmer mit dem Typen am Maschinengewehr geöffnet habe. Und wenn man ihm mal ein paar Bambuspfeile ins Gesicht wirft, dann fängt er auch an, durch die Gegend zu patrouillieren. Und dann habe ich einfach mal von oben ihm einen Bambuspfeil zugeworfen in den Gang und damit sind die anderen dann rüber in den Gang geflutzt. Und ich konnte dann mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen und ihm auch was hinterherwerfen. Also ich konnte dann einfach durchschlüpfen. Ich konnte diesen ganz kurzen Moment ausnutzen und bin dann durchgekommen. War aber echt schwer, überhaupt erstmal das hinzukriegen. Ich habe jetzt sehr viele Versuche gebraucht dafür. Aber letztendlich hat es doch geklappt und jetzt sind wir wieder hier. Und diesmal wissen wir, wir sollten den Hebel nicht berühren, wenn wir hier ohne Leute umzubringen durchkommen wollen. So, was mache ich denn da jetzt hier? Ach, shit! Ja, das wollte ich natürlich nicht. So, ich wollte ja nicht einfach jetzt da lang schleichen, sondern mein Plan war... Ah, es klappt nicht. Schade. Ich wollte da zwischendurch. Aber da unten ist auch nichts. Wir müssen ja eigentlich auch nach oben, oder? Habe ich das jetzt falsch im Sinn? Eigentlich müssen wir doch nach oben. Warum also unten lang machen? Können wir doch auch einfach hier lang machen können. So, hier war ich ja vorhin schon mal. Hier war ja aber eigentlich nur der Hebel. Das ist das Problem. Und dieser Hebel bringt es mir also absolut gar nicht. Nee, hier unten ist auch nichts. Warum um alles in der Welt sollte ich denn hier runtergehen? Hier ist nichts. Oder ist man etwa gezwungen, dieses Gas anzuwerfen? Das wäre natürlich mal wieder mies, weil ich niemanden töten möchte. Hier oben kann ich ja auch nicht lang. Nee, der sieht mich. Der sieht mich sofort. Scheiße. Puh. Schwierige Angelegenheit. Ja, geht mal da gucken, genau. So, schaffe ich es denn da rüber? Ich glaube nicht, ne? Ah, fuck, jetzt habe ich wieder einen umgebracht. Das wollten wir nicht, das wollten wir nicht. Wenn ich beide dahin krieg, dass sie da gucken gehen. Ah, die können hier durchgucken, oder? Schaut mal beide nach rechts, bitte. Ah, fuck. Ah, ärgerlich. Aber an sich gar nicht so schlecht. Ich muss also die Elitewache weglocken und dann kann ich das Ding runterhauen. Mann, hier muss man sich ja echt komplizierte Strategien ausdenken. Fuck, ich Idiot. Um die Leute nicht umzubringen. Wenn man ein guter Mensch sein will, hat man es auch in dem Spiel nicht einfach. Ja genau, geht mal gucken. So, jetzt kann ich hier mal so machen. Wir machen hier mal zu, jetzt sollten sie uns ja nicht sehen. Ne, alles gut soweit. So sollte es doch eigentlich funktionieren. So, die kriegen sich wieder ein. Und das Licht ist jetzt kaputt. Ich warte noch kurz den nächsten Blitz ab. Man will ja nichts riskieren. Oh Gott. Das war aber knapp. So, ich habe bloß das Problem, ich komme trotzdem noch nicht da drüben dran. Scheiße. Das hat mir jetzt eigentlich gar nichts gebracht. Guck mal in die andere Richtung, bitte. Es sei denn, und ich glaube, das ging nicht. Ich kann mich hier an die Decke hängen. Nee, hier kannst du dich nicht an die Decke hängen. Scheiße. Oh Gott. Hat sie schon wieder zwischengespeichert? Ist ja interessant. Fuck. So. Sollten wir vielleicht mal warten, bis sie ja aufhören, uns anzufunzeln? Ah, Blitze! Blitze! Warum gibt es diese Mistdinger? So.
Schaffe ich das? Nein, schaffe ich nicht. Doch, ich schaff's, aber... So, gehst du mal da oben? Andere Wache? Nee, ne? Natürlich nicht. Wieso sollte sie auch? Scheiße. Scheiße. Ich hatte gehofft, er macht einen kurzen Hüpfer, aber er macht ihn nicht. Ah, das ist nicht einfach. Das ist echt nicht einfach hier. Vorher war es meistens relativ egal, ob man mit Töten oder ohne Töten durchkommen will. Aber hier wird es jetzt echt schwer langsam. Ja genau, guck mal da drüben. Ah, Mist! Ihr Schweine! Ihr Schweine! Aber es könnte funktionieren so. Ich muss halt bloß springen, bevor er wieder zurückschaut. Komm schon. Komm, Großer. Schau vorbei. Es könnte funktionieren. Mann, 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 ist das kompliziert hier. So, ich stupse dich da an, kletter hier drüber und ich bin vorbei. Ja. Meine Güte, war das schwierig. Okay, das Ding, jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Es kommt von unten, also ist oben Platz. Okay, das sollte ja eigentlich gehen. Ja, alles gut. Soweit nicht so schwer. Ich mache mal hier das Licht aus. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich wechsle mal. Da habe ich nämlich gerade mitgekriegt, es ist vielleicht besser, wenn ich auf so eine Ablenkungsfackel setze. Ganz einfach deshalb, weil... Achso, nee, ich will das nicht ausgeben. Ich will das nicht kaufen. Ich will ja meine Ausrüstung ändern. Ganz einfach deshalb, weil ich gerade festgestellt habe, mit den Rauchbomben, man macht die Leute halt doch irgendwie auf sich aufmerksam. Ich glaube, mit dem... vielleicht auch die Geräuschentwickler, vielleicht auch die... Nee, ich nehme mal die Ablenkungsfackeln, weil wir die noch gar nicht hatten bisher. So, nehmen wir die mal. Und schauen mal, welcher Weg jetzt besser ist. Eigentlich müssen wir hier lang, so wie es aussieht, ne? Nehmen wir den mal, den Weg. Oh, hallo. Wofür ist denn der Schalter? Ach so, er schaltet jetzt aus. Okay. Hat etwa jemand das Licht ausgemacht? Oh, fuck. Ja, ich wollte doch nicht durchspringen. Was denkst du denn von mir, Ninja? Töte. Dankeschön. Oh, Leute. Ja, geht ja auch. War zwar nicht der Plan, geht aber auch. Hat irgendwie funktioniert. Erstaunlicherweise. So, ich gehe mal kurz hier nach unten und schleiche mich mal hier unten lang. Dann kann ich den Zweinot komplett aus dem Weg gehen. Oh shit. Dreh ich mal weg. Na. Alter. So, ja, genau. Scheiß dir mal ein bisschen ein, weil die Lampe kaputt ist. Ich glaube aber, ich werde trotzdem nicht rankommen, ohne ihn umzubringen. Wenn ich hier das Artefakt haben will. Ich glaube, das werde ich nicht kriegen. Ja, komm, scheiß drauf. Wir gehen nach oben. Es sei denn... Nee. Ich könnte natürlich höchstens mal diese Ablenkungsfackel probieren. Komm, wir testen das mal aus. Nein, nicht da. Mann. So, geht er jetzt schon? Oh, gut. Wenn das so ist, dann sammle ich mal kurz. Ich bin schon wieder weg. Siehst du mal, war doch alles gut. Ablenkungsfackel hat den ersten Test bestanden. Wunderbar. So, dreh dich mal um bitte. Dankeschön. Dann schleiche ich mich gleich mal hinter dir lang. Ja, ja, betäuben. Bla, bla. Betäuben, bestäuben. Nein, ich werde den nicht umbringen. Und ich bleib mal lieber hier, damit der mich nicht sieht, wenn es blitzt. Gut. Jetzt muss ich bloß warten, bis der hier durch ist. Okay. Ah, shit. Ich will nicht meine Ablenkungsfackeln verbrauchen. So, haben wir erstmal einen Zwischenpunkt erreicht, wenn wir ein bisschen sicher sind.
Oh, ich sehe schon, wir sind da, offenbar. Wir haben den ersten Zwischenpunkt erreicht, der Hubschrauber-Landeplatz. We can't let Karajan escape again. We can either take out the pilot or destroy the fuel pump. Either way, he'll be trapped like a rat he is. Ratet mal, was ich machen werde. Ich werde mich natürlich nach unten begeben zur Generatorpumpe und den guten Mann einfach sitzen lassen am Helikopter. So, du verziehst dich wieder. Ich mach mal das Loch auf hier. So. Ich muss aber erst mal schauen. Schaut der sich auch mal um hier? Nein, du hast gar nichts gesehen. Scheiße. Okay, es bringt mir aber auch gar nichts hier zu sein. Wo muss ich denn dafür lang? Ah, ich muss hier vorne. Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich glaube, ich weiß wo. So, ich glaube, ich muss hier lang, ne? Ja, das sieht mir richtiger aus. So, erstmal die Lampe kaputt machen, natürlich. Auch die hier. Ich weiß nicht, ob ich mich dort verstecken wollte bei der eisernen Jungfrau. Die Frage ist, wie kriege ich diese Stahltür hier auf, diese Sicherheitstür? Klar, es wird auch ein Problem, die Laser loszuwerden, aber diese Sicherheitstür macht mir eigentlich... Ach, du Schande. Die macht mir eigentlich mehr Sorgen, muss ich sagen. War gar nichts. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Alles gut. Oh Gott. Das ohne entdeckt zu werden, das ist ja ein Traum. Oh, 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 Mann. Einige Stunden später. Mann, Mann, Mann. Los jetzt aber. Kommt mal hier rüber. Jetzt habt ihr hoffentlich die Lampe bemerkt, dass sie kaputt ist. Ja, ich habe gehört, dass sie da drüben sind. Das ist sehr schön. So, jetzt mal ein bisschen schneller vielleicht. Damit wir das auch noch ausnutzen können. Nein, 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 nein. Noch nicht, noch nicht. Nein. Oh. Fuck. Komm, vorbei, los. So, an dem Punkt waren wir schon mal. Das hat mich aber auch nicht weitergebracht. So, bewerfen wir ihn nochmal. So. Okay, er ist zumindest schon mal durch, aber das bringt es halt nicht. Weil die Typen dann auf mich aufmerksam sind. Ah, fuck. Mindestens einer bleibt halt immer hier, sodass ich nicht mehr rauskomme. Mäh, ist es denn wahr? Komm, beide mal weghüpfen am besten. So. Scheiße. So klappt's nicht. Mann, wenn ich jetzt irgendwas hätte, um die da rüber zu locken, das wäre schön. Kommt mal hier vorbei. Los. Ja, genau. Geh mal da drüben. So, können wir vielleicht... Hier oben ist ein... Nein. Das ist nicht euer Ernst. Da oben ist ein... Oh Gott. Oh Gott. Und ich probiere hier stundenlang rum, diese zwei Pfeffertrolle da reinzulocken. Das ist ja nicht wahr. Da ist ein Schaltkasten. Oh, ihr macht mich fertig, Leute. Ihr macht mich so fertig. Das gibt's ja gar nicht. Aus das Mistding. Na komm. Karajan ist cornered. It's time to finish him. Oh ja. Es wird Zeit, ihn richtig, richtig fertig zu machen. Aber das war jetzt echt gerade eine üble Nummer. Mit diesem Schaltkasten. Hätte ich gewusst, dass da ein Schaltkasten ist.
Aber das sagt einem ja auch... Scheiße. Das sagt einem ja auch keiner, ne? Beziehungsweise, wenn man nicht ganz genau hinsieht, sieht man eben nicht, dass da ein Durchgang ist. Meine Güte, ist es denn wahr? Nee, nee, da war nichts. So, gar nicht gesehen, dass hier auch noch so ein Loch ist. So. Viel einfacher, als wenn wir uns jetzt hier erst Mühe geben, da lange rum zu schleichen um den Kerl. Oh, ach ja, stimmt, das war ja die Stelle. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich genau hin? Ach, wir müssen nach rechts. Wir müssen weiter nach rechts. Nee, das ist ja noch der Helikopter, der hier markiert ist. Warum ist noch der Helikopter markiert? Sabotiere den Hubschrauber, das Ziel habe ich schon erfüllt. Ihr wollt mir doch jetzt nicht... Moment mal. Nochmal kurz vom Kontrollpunkt starten. Ach so, es gibt keinen Kontrollpunkt, nachdem man das Ding ausgeschaltet hat. Das ist total sinnvoll. Das ist total sinnvoll. Gut, aber jetzt ist das natürlich ein weitaus geringeres Übel. Komm mal hier rüber. Na komm. So, nachdem ich jetzt dich getroffen habe. Scheiße. Scheiße, ich glaube, das war zu früh. Nee, geht, geht, geht. Oh, oh, knappe Sache. Schnell hier durch. Strom aus. So, jetzt müssen wir bloß warten, bis die wieder in Ruhe sind und dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Wie schön das funktioniert, wenn man weiß, was man machen muss. Das ist ein Traum. Zack, fertig.